Ein Journalist interviewte einmal einen berühmten Bildhauer. Er zeigte auf einen großen, unbehauenen Marmorblock, der im Atelier des Künstlers stand, und fragte neugierig: Was ist das? Das, antwortete der Künstler nach einem nachdenklichen Zögern, das ist eine wunderschöne Frau. Der Journalist lächelte überlegen und erwiderte: Eine schöne Metapher, kann ich verstehen. Was für einen anderen ein grober Steinklotz ist, ist für Sie als Bildhauer wie eine wunderschöne Frau. Und mit einem nochmaligen Blick auf den Block fügte er hinzu: Das ist ein sehr treffender Gedanke. Das werde ich so schreiben. Der Bildhauer erwiderte nichts, sondern blickte nur versonnen auf den Marmorklotz und dann mit einem sanften Lächeln auf den Lippen auf den Schreiberling. Als der Artikel endlich erschien, 6 Monate später, stürmte der Journalist wieder in das Atelier, die Zeitschrift in der Hand schwenkend. »Endlich haben Sie unser Interview gedruckt. Sehen Sie, hier!« Und er zeigte auf eine Doppelseite in dem aufgeschlagenen Magazin. Während der Bildhauer las, blickte sich der Journalist um. »Oh, na, Sie haben wohl Platz gemacht und diesen groben Block rausgeschafft, der damals das halbe Atelier versperrte?« Der Bildhauer hob nur ruhig den Blick, sagte kein Wort und wies mit einer Kopfbewegung in ein Nebenzimmer. Als der Journalist dort eintrat, blieb er wie gebannt stehen. »Oh, wunderschön! Und sie steht mitten im Sonnenlicht«, entfuhr es ihm. »Traumhaft! Diese Venus haben Sie mir beim letzten Mal gar nicht gezeigt.« Der Bildhauer trat hinter ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Doch, mein Herr, ich habe es Ihnen gezeigt. Sie war nur noch nicht ganz herausgeschält aus ihrem marmornen Versteck. Aber ich sagte Ihnen ja damals, es sei kein grober Steinblock, sondern eine schöne Frau.« Der Journalist verstummte, denn er erkannte erst jetzt, dass die Marmorfigur, die sich ihm da entgegenreckte, tatsächlich aus jenem Block herausgearbeitet wurde, den er vor 6 Monaten noch so unförmig im anderen Raum gesehen hatte. Als der Journalist nach vielen Fragen und endlos dauernden Kommentaren endlich wieder verschwunden war, griff der Bildhauer zu Füller und Papier und schrieb ihm einen Brief. »Mein Herr, mit diesem Marmorblock und der zauberhaften Dame, die sich über Jahrhunderte, vielleicht über Jahrtausende darin versteckte, ist es wie mit der Liebe, wenn Sie mir als Nicht-Schriftsteller diesen holprigen Vergleich verzeihen. Nämlich, weil nur der, der liebt, in einem unförmigen, unberechenbar und oft auch unbezwingbar scheinenden Amorphen, wie sein Marmorblock, oder aber die Liebe zweier Menschen ist, etwas erblickt, was andere darin absolut nicht erkennen können. Auch Liebe will herausgeschält, manchmal hartnäckig herausgestemmt, manchmal nachgiebig herauspoliert, manchmal eine Zeit ruhen gelassen, manchmal etwas anders als geplant erarbeitet und erhalten sein. Ich habe mir im Lauf meines langen Lebens einen Blick erworben für einen guten Block. Aber selbst mir, dem Erfahrenen, passiert es, dass ich einige Zeit an einem Marmorblock arbeite und plötzlich platzt er, weil ich auf eine im Inneren versteckte Bruchstelle, eine Ader stoße, die den ganzen Klotz zerbrechen und unbrauchbar werden ließe, würde ich ihn weiter bearbeiten. Sie verstehen den Vergleich? Aber nur meine Intuition, gepaart mit dem Glück des Mutigen, mein Glaube und mein Wille,
mein unbeirrbarer Glaube und mein eiserner Wille lassen letztlich aus dem Unsichtbaren das erscheinen, was vorher nur in meiner Fantasie schlummerte, das, was, wie ich behaupte, von jenen Kräften eingepflanzt wurde, für die es nicht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt, sondern für die alles eine ewige Gegenwart ist. Denn die charmante Dame da in dem Block war ja immer da, oder? So denke ich, ist es mit der Liebe. Sie ist als Potenzial immer da. Wir müssen sie nur zum Leben erwecken aus ihren verkrusteten Blöcken des grauen Alltags, die unsere Hartnäckigkeit aber nicht standhalten können. Quod erat demonstrandum. Zuletzt ein Gedanke von Kleist, der ausdrückt, was geschieht, wenn wir spüren, dass etwas intuitiv in uns den Funken der Liebe für andere entzündet hat. Zitat: Denn nicht wir wissen, es ist zuallererst ein gewisser Zustand unser, der weiß. Freundlichst ihr und so weiter.